Ja, die sollen die Leute doch einfach in Ruhe lassen. Das ist doch jedem selbst überlassen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Der Staat hat sich da überhaupt gar nicht einzumischen. Aber wie kommen wir aus dieser Spaltung und die raus? Leute, ja, indem einfach die Leute, die in der Regierung sitzen, die Regierungspartei hier mit Herrn Stegner vertreten, einfach mal abrüsten, auch bei manchen Stellen einfach ihren Mund halten und die Leute sich selbst überlassen. Denn wir müssen auf bürgerliche Verantwortung, Eigenverantwortung setzen. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich mir von einem Herrn Stegner oder von Herrn Scholz sagen lasse, ob ich mich impfen soll oder nicht. Also ich glaube, es langt. Weil diese Leute teilweise überhaupt gar keine Ahnung haben von dem sie reden. Sie sind die ganze Zeit nur in einer moralisierenden Rhetorik drin, wirklich bar jeder Faktenlage. Und das lassen sich auch viele andere Menschen überhaupt gar nicht mehr bieten. Also bitte abrüsten, den Menschen ihre Entscheidung, ihre freie Entscheidung einfach zugestehen. Die Zahlen, die waren eben auch alle falsch. Und damit wird die ganze Zeit operiert. Und das ist nämlich genau das Problem. Die Leute lassen sich das nicht mehr bieten. Und darum sind sie auch so sauer. Mir fehlten wirklich die Worte, als ich auf dieses Video gestoßen bin. Ich hatte schon fast vergessen, wie hart und einseitig die Debatten in der Pandemie waren. Niemals zuvor wurde das Grundgesetz mehr ausgedehnt und uminterpretiert als zu dieser Zeit. Alle Versprechen unserer Politiker hielten leider nur kurze Zeit. Und die einzigen, die sich für Recht und Ordnung, so wie wir es kannten, eingesetzt hatten, waren tatsächlich die AfD, die bösen Antidemokraten. Doch schauen wir uns mal weiter dieses Drama an, wovor sich bis heute das Politikerkollektiv einer Übernahme der Verantwortung und Aufarbeitung verweigert. Wir schauen weiter. Täten wir das, was die AfD vorschlägt, dann würden noch mehr Menschen sterben, die es nicht müssten, die ihre Perspektive verlieren, die gerne als Großeltern, als Eltern oder als Geschwister oder als Ehepartner noch da wären, aber die dann nicht mehr da sind. Das kann man überhaupt nicht verantworten. Deswegen sage ich nochmal, sparen Sie sich Ihre Belehrung gegenüber Demokraten, die brauchen wir nicht. Im Übrigen, die, die über Freiheiten reden, aber selbst jeden Tag hetzen gegen Menschenwürde, Rassisten sind und sowas, die sollen uns nicht was über freiheitliche Werte erzählen und dass die Menschen die Fakten haben wollten, Fake News, wo man hinguckt. Die AfD ist eine demokratiefeindliche, rechtsradikale Partei. Das ist rechter Mob, das sind ihre Leute und wir kennen das von Pegida und von all diesen anderen Veranstaltungen, wo ihre Leute, Höcke und wie sie alle heißen, sich dem ja angeschlossen haben. Und das sind Demokratiefeinde und wir brauchen ja auch keine Belehrung von Rechtsradikalen, muss ich Ihnen sagen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass Recht und Gesetz auch durchgesetzt wird in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, wie viele Wunden da aufreißen. Denn kein Politiker kam bis heute auf die Idee, sich mal anständig dafür zu entschuldigen oder mal wenigstens Verantwortung zu übernehmen. Nein, stattdessen haben sie lieber die Köpfe in den Sand gesteckt, sich gegenseitig den Rücken gedeckt und spielen uns in den weißen Westen bis heute die lupenreinen Saubermänner vor, während sie fleißig vor der AfD waren. Und da fragen sie sich noch ernsthaft, warum sie ihre Stimmen verlieren und warum scharenweise die Wähler zu der AfD überlaufen. Aber es kommt noch besser oder je nachdem wie man es sieht, es kommt noch schlimmer. Doch zuvor möchte ich sie höflich daran erinnern, diesen Kanal nun zu abonnieren. Vielen Dank. Aller Frage, dass man streiten kann und das mit dem Impfen ist natürlich ein Eingriff, gar keine Frage. Mhm. Aber kann man diskutieren, darf man auch diskutieren, kann man jede Meinung zu haben. Aber es macht einen Unterschied aus, ob ich friedlich demonstriere oder ob ich mit einem rechten Mob versuche, die Demokratie einzuschüchtern. Ich sage Ihnen, das wird Ihnen nicht gelingen. Und dann können Sie noch so Ihre steilen Behauptungen aufstellen. Ich kann nur sagen, wir werden das zurückweisen und der Staat ist stark genug. Aber wer spaltet denn jetzt eigentlich das Land? Sind es die Menschen, die sich nicht impfen lassen oder ist es die Politik, die die Ungeimpften überall aussperrt? Na gut, schauen Sie sich doch hier die Rhetorik an. Also Herr Stegner ist doch genauso eingestiegen und Herr Stegner ist auch dafür bekannt, dass er so mit dem politischen Konkurrenten umgeht. Ich halte das für hochgradig unseriös. In dieser jetzigen Phase, wo sich Menschen tatsächlich bedroht fühlen durch den Staat, der im Übrigen verfassungswidrige Maßnahmen hier durchsetzen will, was wir heute erlebt haben, was wir diese Woche erleben, das ist wirklich, das haut dem fast den Boden aus. Und da würde ich mir insgesamt wirklich wünschen, rüsten Sie doch einfach mal verbal ab und arbeiten Sie tatsächlich an den Problemen dieses Landes, indem Sie auch in Ihrer Argumentation verschiedene Perspektiven mit einnehmen. Aber dazu ist vor allen Dingen die SPD, wie man hier an diesem Beispiel sieht, unfähig. Der rechte Mob. Ich finde solche Worte nicht gerecht und leider erinnern wir uns doch alle, wie viele Kritiker und Wissenschaftler, die Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahmen hatten
wurden genauso genannt. Aber wisst ihr, was auch merkwürdig ist? Bis heute sind die vielen gesammelten Daten des Robert-Koch-Instituts nicht zugänglich und noch nicht ausgewertet worden. Ich meine, die sind doch so wichtig, um nachzuvollziehen, ob die Methoden, ob die Maßnahmen effektiv waren. Und meiner Meinung nach liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass das Gesundheitsministerium das verhindert. Wer hat sonst die Möglichkeit, das zu tun? Doch hören wir uns mal an, was damals Alice Weidel von diesen statistischen Auswertungen gehalten hat. Und diese falschen Zahlen kommen natürlich zustande, wenn die Statistiken durcheinander gewürfelt werden, wenn zum Beispiel der Impfstatus unbekannt ist. Das ist ja ein Riesenskandal gerade in der Datenstatistik, in der Datenerhebung. Wenn der Status der Unbekannten den Ungeimpften zugerechnet wird. Und das ist natürlich auch wieder eine Zahlenmogelei, um diese ganzen Zahlen für also, oder gegen die Geimpften hochzujuxen und die Argumentation zu verzerren. Die Wahrheit ist doch, die Impfung verspricht nicht das, was zu Beginn angekündigt wurde. Und zwar, dass sie vor der Krankheit schützt und dass sie auch davor schützt, andere Menschen anzustecken. Wir wissen heute, dass auch Geimpfte infektiös sind und erkranken können. Da liegt doch gerade das Problem. Fakt ist das, doch was ganz anderes, dass die versprochen Menschen wurde und das jetzt nicht eingehalten wird. Fakt ist was und ganz jetzt, anderes, dass die jetzt, Menschen, die geimpft sind. Lassen jetzt, beide noch kurz aussprechen. Und jetzt einfach zu sagen, dass die Sündenböcke Ungeimpfte sind, also meine Person, ich bin ja ungeimpft, ich habe mich dafür entschieden, ich bin Corona erkrankt, habe das überstanden, bin jetzt genesen, aber ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, mich nicht impfen zu lassen. Nach heutiger Faktenlage könnte ich mir durchaus vorstellen, dass normalerweise in einem gerechten Rechtssystem, das keinen Unterschied zwischen einem Bürger oder einem Politiker macht, einige Menschen für sehr lange Zeit im Gefängnis hätten sitzen müssen. Aber ich möchte keine konkreten Namen nennen, weil ich natürlich kein Jurist bin. Aber falls ihr ein, zwei Ideen habt, wer damit gemeint sein könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Doch nun kommt für mich der persönlich unangenehmste Teil dieses Schlagabtaus. Wir schauen weiter. Und zu tun, die eigene Propaganda zu verbreiten, würde ich mal an Folgendes erinnern wollen. Jeder, der an Corona stirbt, ist ein Nachbar, ist ein Arbeitskollege, ist ein Mitglied der Familie, sind Menschen, um die andere trauern. Die wissen, die müssten nicht sterben, wenn sich die Menschen impfen lassen würden, sondern die müssen sterben, weil es Leute gibt, wie Frau Weidel, die dazu geradezu aufrufen, zu bezweifeln, was die Gesundheitsämter feststellen, die gegen die öffentlichen Institutionen wettern, die gegen die Demokratie wettern und die glauben, sie können was dabei gewinnen, indem sie Menschen aufhetzen, ihnen Angst machen, ihnen einreden, es sei schlimmer, sich impfen zu lassen. Es gibt keinen Impfstoff der Welt, der so erforscht ist wie diese. Also, wenn jemand Menschen aufgewickelt hat und Angst machte, Leute, dann müssen wir ehrlich sein, dann war das nicht die AfD, sondern die jetzigen regierenden Parteien. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, was da alles passiert ist und wieder gesprochen wurde, dann sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was eure Erfahrung war, was eure schlimmsten Momente gewesen sind, denn wenn diese Kommentare videotauglich sind, würde ich gern daraus ein Video machen, um an die vielen Schicksale zu erinnern. Denn leider wird viel zu schnell vergessen. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.